Herzlich willkommen, ihr geilen vier Genusswurzler. Wir gucken rein. Heute ist Tag 4, Woche 1. Ich habe Horus am Start. Ihr seht, ich habe ihn ja, ihr habt ja in meinem letzten Video gesehen, ich habe ihn bis Legendary 2 erstmal machen können. Talente alles soweit aktiviert, was wichtig war. Bis EX20 habe ich ihn gemacht. Dort wird er auch eine sehr lange Weile erstmal für mich verbleiben, ja. Seit EX30 ist natürlich noch mal ein bisschen mehr Heilung, aber nicht so groß krass, dass es sich da jetzt unbedingt lohnt, die Teile auszugeben, die ich noch nicht mal eh habe. Ich habe noch nicht mal in Woche 4 genug gesammelt, um einen Helden EX30 zu machen. Okay, deswegen verschwendet man die Dinger nicht so krass. Wir gehen erstmal rein. Sein Skill ist ja einmal so ein AOE-Heal-Kreis. Der macht extrem viel Heilung und basiert auf seiner maximalen HP. Deswegen ist es wichtig, dass ihr viel Max-HP auf Horus baut. Ihr seht, mein Horus hat 1,6 Millionen HP. Hier haben sie es noch nicht mal übersetzt. Masrani, so heißt der in Eternal Evolution. Hat hier auch nochmal einen anderen Heal, wo er halt alle Allies für so und so viel Prozent seines Max-Lebens heilt. Also ihr seht, viel Max-Leben. Dazu erhöht er noch den Attack-Bonus. Und dann haben wir hier, dass er auch Schilde für die zwei Allies im hinteren Bereich gibt, ja. Und ja, dasselbe kann er dann hier auch nochmal machen mit Damage Reduction für einen Helden. Ja, dann gehen wir mal ins Gear rein. Ihr seht bei mir, ich spiele ihn auf dem Glaze Set, auf den Life Siphon, dass wir mehr Heilung haben. Das ist meiner Meinung nach ziemlich geil auf ihn. Er kriegt so relativ schnell Ultimates und ja. Aber der Fokus ist natürlich den Rest alles auf HP. Hier werde ich noch, wenn ich irgendwann habe. Ah, warte mal, vielleicht habe ich vom Phoenix die zwei Sachen, könnte ich nehmen. Habe ich da? Dann kann ich euch das nämlich perfekt zeigen. Warte mal, HP Prozent. Falsch, hier oben HP Prozent. Nein, mein Phoenix hat auch nicht das richtige Set. Aber wie gesagt, wenn ich von dem Towering Body Set hier nochmal 2 HP Prozent Dinger habe, dann ist er optimal gegiert. Aber ansonsten ist er, wie gesagt, alles versucht. Hier noch HP Prozent, hier HP Prozent, hier HP Prozent, hier war noch Damage Reduction drauf, auch sehr geil. HP Prozent Main Stat, hier HP Prozent Main Stat, hier unten sucht ihr dann wahrscheinlich noch Damage Reduction, also normale Damage Reduction, so wie hier. Hier auch HP Prozent und ja, die Subsets sind nicht so gut hier. Das ist erstmal soweit zum Gear für ihn. Wir gehen mal rein und ich zeige euch ihn mal, ja, irgendwo drin. Mal jetzt hier mal reingegangen in Frost Abyss Stufe 6 und wollte euch einfach nur mal die Heal zeigen, die er halt drückt. Nur mal kurz, dass ihr ein bisschen auch sieht, wie er funktioniert halt. Er heilt auch alle Summons, was sehr, sehr geil ist mit seinem AOE Heal. Deswegen ist er ein perfekter Healer für Summoner. Wir haben ja momentan eh die Summoner-Meta und ja, dafür ist er halt wirklich ein 1A. Wir machen mal jetzt hier noch den Stampfer. Ihr seht, alles hat Schaden bekommen. Was wir jetzt hier machen ist, wir heilen alles wieder hoch. Wir gehen mal hier in den Heilchart rein. Ihr seht einfach direkt 11 Millionen geheilt nach einer Ultimate so gesehen. Das ist schon richtig geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, Leute. Also healmäßig ist das schon super geil. Wir werden jetzt auch nicht so lange. Ich werde nicht den ganzen Kampf jetzt hier machen. Wir machen auch einmal eine zweite Ultimate. Damit ihr seht, jetzt hat er 16,5 Millionen geheilt. Wir gucken mal, wie viel einfach die Ultimate heilt. Einfach 4 Millionen, Leute. Einfach 4 Millionen. Fucking 4 Millionen geheilt. Leute, mit dem Ding beenden wir das Video. Ich will diese Guides nicht zu lang machen, ja. Ich will, dass ihr kernig knapp die Informationen kriegt, die ihr braucht. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Videos. Peace. Euer Resign 1.